Wir gucken jetzt auch nochmal in die einzelnen. Achso, das ist alles nicht offen. Hallo, ich möchte den Baum rollen. Oder geht's vielleicht leichter? Okay, da ist auch nichts. Vielleicht in den Kisten. Da ist nur Geld drinne. Hier hinten haben wir noch den Bohnenverkäufer. Keine Ahnung, ob der noch irgendwas... Ich meine, wir könnten hier noch auf Maximum kaufen. Aber ich glaube, das bringt nichts, oder? Göttin Hylia. Ja. Aber Hylia heißt sie eigentlich, ne? So. Gut. Bohnen haben wir auch auf Maximum gekauft. Ja, wir sind immer noch bei der Strafe übrigens. Habt ihr denn schon eine Idee? Also wie gesagt, Games zocken, klar, können wir alles machen, aber das steht dann halt hinten an. A Link Between Worlds stand jetzt im Raum. Würde ich jetzt einfach mal als eine Strafe... Eine Strafe auswählen. Als eine Option auswählen, sag ich mal, für die wir voten können. Dauert halt ein bisschen. Ne? Aber ich würde das halt einfach mal so sagen, das können wir machen. Und da müssen wir halt überlegen. Letzten Stream bis 0 Uhr machen. Es ist halt, ich spiele halt zu Ende, ne? Was soll ich dann machen? Link Between Worlds Randomizer. Es gibt auch einen Randomizer davon, ja, müsste es geben. Aber ein 3-Herz-Run wäre auch cool, glaube ich. So, hier ist schon mal gar nichts los. Also hier ist nichts weiter. Folge Lindenstraße gucken müssen. Was? Was sind denn das für skurrile Strafen gerade? So, ich würde hier nochmal vielleicht einfach durchbashen und alles kaputt machen. Vielleicht gibt es hier ja noch irgendwie... Skulltees, die ich jetzt so gar nicht auf dem Schirm habe. Ah, du brauchst Lost Level. Na. Seid ihr jetzt noch nicht traurig, Kitsune, weil kann auch sein, dass ich nächste Woche auch gar nicht streamen kann. Das müssen wir sehen dann. So, ich werde da jetzt einfach nochmal Bomben hochwerfen. Auf Verdacht. Was ist das denn? Jo, da ist eine. Hä, geil. War jetzt aber auch so fast meine letzten Ideen. Dann hätte ich nochmal bei den Händlern reingeguckt, aber das wäre es dann auch gewesen. Immer noch nicht. Gibt es immer noch Skulltees? Ja, wir haben halt noch... Die scheinbar unscheinbare Kiste da oben. Jo, da ist auch noch eine. Alles klar, cool. Krass. Wie die einfach versteckt sind, ne? 47 noch, Leute. Okay, haben wir alle? Jetzt haben wir alle. Schön, der Markt ist auch abgeschlossen. Death Mountain, da brauchen wir auf jeden Fall auch nochmal was. Lost Woods, so. Sora's Domain, da müssen wir auf jeden Fall nochmal hin als Kind. Weiß ich gar nicht. Ich würde da eh nochmal vorbeigucken, weil Lord Yabu Yabu, ne? Jo, okay. Dann hier sind wir erstmal fertig. Dann... Ich weiß gar nicht. Gehen wir zu
Zoras Domain, würde ich sagen. Hier könnten halt auch überall Skultis sein, in den Bäumen. Kann sein, dass wir da auch mal dagegen rollen müssen. Ich glaube, in der Overworld haben wir nämlich auch auf jeden Fall auch noch Skultis. Aber die können halt auch in den Löchern einfach sein. Ach, Mann. Als Kind wegen Jabu Jabu und als Erwachsener, da müssen wir genau, als Erwachsener müssen wir auch nochmal dahin. Und da können wir dann als Erwachsener halt auch gleich in die Eishöhle gucken. Warst du schon in der Spinnhöhle, Loch vor der Feenhöhle? Du meinst jetzt bei Zoras Domain? Oder wo meinst du? So, warte mal, Zora Flusslauf, ist das auch nochmal was Eigenes? Kariku Village? Nee, das gehört auch mit zu Zoras Domain, ne? Das hier. Okay, das heißt, hier müssen wir auf jeden Fall auch nochmal abchecken. In dem Loch waren wir auch noch nicht. Nee, ich muss da als Erwachsener auf jeden Fall auch nochmal hin. Deswegen, ja. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal hin. Wir sprengen erstmal beides weg. Ich mag's einfach, wenn da mal ein bisschen Platz ist hier, ne? Das heißt, wir hüpfen in alle Löcher nochmal rein. Kann auch sein, dass ich hier schon fertig bin. Ich weiß es nicht. I don't know. Aber wir checken einfach nochmal alles. Ja. So, hier war auch nichts. Ich pflanze hier mal Erdingle ein. Ich glaube, Käfer gibt es hier nicht. Einpflanzen tue ich das trotzdem. Wir probieren es aber nochmal. Ich glaube, hier gibt es keine Skulti für dieses Loch. Weil das ist halt so dieses Startloch. Ich glaube, dafür gibt es irgendwie keine Käfer. Warum auch immer. Ich glaube, die gehen da auch nicht mehr rein, oder? Doch, die gehen da schon rein, aber da gibt es, glaube ich, nichts für. So, was war das denn? Link! Nein! Jeder, der am Samstag kommt, kriegt eine Pizza ausgegeben. Ich komme, esse die Pizza und dann gehe ich wieder. Ah, ich war schon auf so vielen Umzügen, ey. Mann! Ich finde Umzüge echt anstrengend. Das kommt immer so ein bisschen drauf an, was da noch für Leute dabei sind. Wenn es Spaß macht, geht's eigentlich, wenn du dich unterhältst und so. Und dann kommt es auch immer drauf an, wo du, sag ich mal, wo... Was ist, warum springe ich so kurz? Wo derjenige wohnt dann? Es gibt da solche Häuser, wo die Treppen so richtig eklig eng sind. Und wenn du da so Schränke und sowas hochtragen musst. Oder irgendeinen Kühlschrank oder eine Waschmaschine ist Hölle. Dann zwei. Sag mal, was mache ich denn? Warum? Hä? Bin ich doof? Was ist denn eigentlich mit diesem Hüpfer da? Warum steht der immer die ganze Zeit da? Ich stun den jetzt mal. Und ich glaube, hier an der Stelle ist die... Ja. Ist die beste Stelle zum Rüberhüpfen. Normalerweise hüpfe ich da auch rüber, aber weil der Hüpfer da war... Halt nicht. So, ich mache wieder Nacht. Und hoffe mal, dass... Hier vielleicht irgendwo noch eine Skulti auftaucht. An den Baum nochmal rollen. Ultra Short und die Möbel hochziehen. Das ist so eine Idee. So, ich laufe hier einfach mal lang. Und hoffe, dass wir irgendwo vielleicht eine Skulti hören. Sehen etc. Vielleicht liegt die auch im Wasser rum. Man weiß es ja nicht. Man munkelt nur. So. Ah, da hätte ich einen Huhn gebraucht, ne? Das war dumm. Eigentlich ist es auch besser als Erwachsener das zu machen.
Ich weiß nicht, ob es als Kind hier jetzt halt irgendwie noch Alternativen gibt, die es halt vorher nicht gab. Das ist jetzt halt die große Frage. Na egal. Ich würde sagen, wir gehen erstmal in den hinteren Bereich. Wenn ich hier keinen Huhn habe, kann ich ja sowieso nicht dahin. Aktuell habe ich auch keinen Huhn. So, wir machen wieder Nacht. Und dann, vielleicht ist dann hier das Gebiet auch schon abgeschlossen für mich. Zumindest als junger Link. Wir müssen dann als Erwachsener vielleicht nochmal auschecken. Ist halt krass, dass als Erwachsener und als junger Link immer noch verschiedene Scooties hausen, ne? Oh, warte, war da gerade was? Nee. Hä? Was war das denn? Okay, hier ist nichts weiter. Gut, weiter geht's. Da ist ein Huhn. Also theoretisch könnte ich mit dem Huhn jetzt darüber fliegen. Hier sehe ich erstmal keine Skulltula weiter. Okay, komm, wir gehen als Huhn. Als Huhn, ja. Mit dem Huhn erstmal kurz darüber. Vielleicht gibt es ja hier oben noch irgendwas Schönes. Ansonsten würde ich dann sagen, geht's Richtung Soras Domain. Checken Lord Yabu Yabu ab. So, also hier scheint auf jeden Fall nichts mehr weiter rumzuhängen. Hier haben wir jetzt noch ein paar Löcher. Jo, hier ist aber auch nichts. Ich weiß nicht, ob... Können da welche drinne sein? Ich habe halt bis jetzt noch keine gefunden gehabt. Stellt euch mal vor, da wären welche drinne. Das wäre halt so mies. Oh, Schnupfen kickt gerade. Ich merke gerade, dass die Nase sich verstopft langsam. Langsam. Ah, merkt man. Eklig. So, hier war glaube ich nur eine Feenquelle, ne? Jo. Da brauche ich nichts weiter. Okay, dann haben wir jetzt noch den Baum da drüben, aber ich vermute, da wird halt auch nichts drin sein, oder? Ne. Okay, dann hätten wir das auch abgeschlossen. Ich glaube, als junger Link haben wir hier entweder alles oder es gibt hier nichts. Dementsprechend, wir begeben uns zu Soras Domain. Komm, bin ich gesund, wird Chris krank. Ich bin ja nicht krank, ich habe nur Allergie. Ich habe nur Allergie. Und die ist halt sehr nervig. Der große Baum vor dem Gitter noch. Den habe ich schon. Da bin ich schon dran gerollt. So, ich trinke nochmal einen Schluck Wasser. Und ich hoffe, hier gibt es keine Scooties mehr. Shit. Nein! Kotzt mich das an hier, ey. Auch bei den Fröschen? Wie bei den Fröschen? Ich habe gegen alle Bäume gerollt. Ich bin mir relativ sicher. Hallo, Master Raji. Guten Abend. Bin leider spät dran. Hab bestimmt einiges verpasst. Nach 14 Minuten, Chris. Auch um die anderen zu ärgern. ja, ein bisschen. Also, wir haben halt den letzten Tempel abgeschlossen. Wir haben gar uns Schloss schon komplett geklärt. Fehlt nur noch der Bosskampf. Warte, ich höre was. Da. Genau, und wir haben noch keine Chatstrafe. Ja, genau. Brainstormt nochmal. Also ich mache halt auf jeden Fall links Between Worlds als Randomizer, als Strafe. Auch wenn es halt keine Strafe ist, aber ist schon geil. Machen wir trotzdem. So. Sehr schön. Lost Levels. Was planst du jetzt gerade zu machen? Also wir
suchen jetzt die letzten Skulltees. Uns fehlen jetzt noch 46 Skulltees. Wir klappern jetzt nochmal alle Dungeon, alle Overworld-Dinge ab. Und dann ist Finale. Und ja, versuchen halt noch die letzten zwei Herzcontainer voll zu machen. Das kann halt noch nervenzerreibend werden, sag ich mal. Angespielt Final Fantasy 7, altes Spiel. Link Between Worlds Randomizer. Und 8 Herzteile. Genau, 8 Herzteile fehlen noch. Mal überlegen, was könnte man denn Schönes machen? Da ist es, Kulti. Papapapa. So, 155. Kann halt sein, dass wir jetzt schon die nächste Belohnung abholen könnten. Aber hey, shit happens. Ich war auch gar nicht im Markt und habe nochmal geguckt, ob es da noch irgendwas zu kaufen gibt. Gibt es hier noch irgendwas zu kaufen? Eine Folge Rosamunde Pilcher anschauen. Das kenne ich gar nicht. Was ist das? The heck? So. Ich glaube, das war's hier mit Skulltees erstmal. Majora's Mask Randomizer nochmal spielen. Ja gut, wir machen jetzt erstmal den Combo Randomizer. Also wie gesagt, die ganzen Titels, ja, ich weiß nicht. Dauert halt ein bisschen, ehe ich jetzt wieder was machen kann. Weißt du, wo die letzten Skulltees sind? Naja, also du kannst ja quasi auf der Karte nachsehen. Also hier zum Beispiel haben wir ja unten neben Lost Woods die goldene Skulltee, das Symbol da, ne? Das heißt, in diesem Gebiet habe ich alles. Also ich weiß jetzt nicht direkt, wo die Skulltees sind, aber ich kann halt anhand dessen sagen, hier auf dem Markt haben wir zum Beispiel alles. Ich gehe jetzt aufs Hyrule-Feld. Ach, guck mal. Die Geister sind sogar auf der Karte markiert. Seht ihr das? Die Geister, die wir gesammelt haben, sind da auf der Karte markiert. Das ist ja cool. Genau, ich kann jetzt sagen, ich gehe jetzt zum Hyrule-Feld und suche da halt einfach alles ab, so lange, bis da dieses Symbol auftaucht und dann bin ich fertig da. Das ist jetzt der Plan halt. Deswegen, es kann noch dauern, kann aber auch schnell gehen. Es kommt halt drauf an, wie und ja. Ne? Wie so läuft. So. Da ist auch immer noch so eine kleine Schatzkiste, ne? Da muss ich mich nochmal hinziehen. Da müsst ihr mich dran erinnern, dass ich hier als erwachsener Link nochmal herkomme und da an die Schatzkiste rangehe. Okay, ich glaube, hier war es erstmal alles soweit. Mit Facecam spielen. Ja, ist halt, ich habe das Equipment gerade nicht da. Leider. So, ich guck mal kurz in Lord Yabu Yabu, ob wir da fertig waren. Aber ich dachte eigentlich, in Lord Yabu Yabu haben wir es schon geschafft. Jo. Lord Yabu Yabu ist fertig. Spear Tracks Randomizer gibt es leider nicht. Spear Tracks Randomizer gibt es leider nicht. Ich finde im Hourglass auch nicht. Da habe ich schon nachgesucht. Nein! So. Sind da alle Bahngleise randomisiert? Das wäre hart. Naja, es ist ja nicht nur die Cam aus dem Keller holen, das ist aufbauen und so weiter und so fort und... Nee, nee. Das will ich alles erst machen, wenn es in die neue Wohnung geht. Hä, warum ist denn jetzt... Warum ist denn jetzt Tag? Nee, ich wollte eigentlich Nacht haben. Aber es war schon Nacht scheinbar. Es war nur gerade im Übergang zu Nacht, zu Tag. Sodass ich gar nicht gemerkt habe, dass es Nacht war. Also Leute, wir stellen jetzt einfach fest, wir spielen A Link Between Worlds Randomizer. Auch noch. Also jetzt nicht sofort, aber halt wenn dann wieder ein Projekt frei ist, dann war das. Lege ich jetzt einfach fest. Ich hoffe, ihr seid damit fein.
Weil es kam jetzt für mich nicht so unbedingt noch zwei Strafen dazu. Wo ich sage, ja, das müssen wir jetzt voten. Deswegen, ich hoffe, ihr seid damit fein und dann machen wir das so. Okay. Hier ist nichts weiter. Ich glaube, hier gibt es nichts, oder? Ich glaube, wir sind durch. Okay. Was machen wir jetzt noch? Ich würde sagen, wir gucken nochmal in Dodongos Höhle rein, in den Deku-Baum. Checken, dass da alles fertig ist. Und wenn das der Fall ist, gehen wir nochmal in den Brunnen, gucken, ob da alles fertig ist. Und dann denke ich mal, ist der die Folge für heute oder der Stream für heute rum. Und dann machen wir im nächsten Stream im Brunnen weiter. Und dann heißt es halt Overworld abklappern. Die restliche. That's the plan, Leute. Schnell hoch. Oh, ihr Penner. Ja. Ja, ich hab's geschafft. Also Lost Woods sind wir ja fertig, deswegen ignoriere ich hier mal alles. Obwohl mir ja auch noch 8 Herzen fehlen, ne? Hier ist das Loch gar nicht. Ich glaube, das Loch gibt's gar nicht mehr hier. Ist halt auch so, gell? Wo sollen wir noch die letzten Herzen finden? Habt ihr da noch Ideen? School Kid? Hab halt gar keinen Plan mehr, wo ich da noch gucken soll. Hab ich dem schon was vorgespielt? Wisst ihr das? Nee. Haben wir schon, ne? Ja. Okay. Kann halt sein, dass wir die Herzteile nicht zusammenkriegen. Ich glaube, die Herzteile sind in dem Fall schwieriger als die Skulltees. Aber Skulltees machen wir auf jeden Fall, Leute. Aber Herzteile weiß ich nicht, ob wir die zusammenkriegen. So. Gibt's auch nichts weiter. Das Rumble Pack haben wir ja gekauft. Was ist das für ein Schwert? Nix. Nix Besonderes. So, dann einmal kurz in den Deku-Baum. Einmal kurz abchecken, aber ich bin mir fast zu 99% sicher, dass der abgeschlossen ist. Dann noch einmal Dodongos Höhle und dann in den Brunnen und dann war's das. Vielleicht gibt es ein Herzteil für die Skulti. Vielleicht gibt es sogar einen Herzcontainer für die Skulti. Das wäre auch geil. Oder zwei Herzcontainer. Das wäre es natürlich. Okay, abgeschlossen. Also das ist nur für mich, dass ich halt weiß, ey, wir müssen jetzt wirklich nur die Overworld machen. Und haben halt nichts mehr in den anderen Dungeons zu suchen oder zu tun. Das ist, glaube ich, auch das Beste, oder? Wenn man in den Dungeon alles Goodie hat, das ist, glaube ich, auch der schwerste Teil dahinter. Links, rechts, rechts. Ah, nee, damit komme ich nicht hoch, ne? Runde A. Ich versuch's mal. Du. Zwei Herzcontainer oder halt zwei komplette Herzdinger halt, ne? Also so, geh durch den Wald nach Coronia. Ich wollte hier halt gleich ein paar Ameisen reintun. Okay, vor. In der Hoffnung, dass ich das noch nicht gemacht habe. Ich bin mir nicht sicher. Jo, habe ich noch nicht. So, dann nehme ich gleich mit hier.
156. Können wir gleich mal gucken, ob der Krater vielleicht jetzt abgeschlossen ist. Ne. Ey, komme ich gar nicht lang. Oh, okay. Nö, dann ist ja egal. Noch 44 Skulltis, ja. Das war super. Wahnsinn. Wollte nochmal kurz hier lang gucken, ob noch irgendwas ist. Bin echt auf die Belohnung gespannt. Ja, ich auch, aber vielleicht werden wir auch enttäuscht. Bis jetzt ist man eigentlich immer enttäuscht worden. Weil es gibt ja als letzte Belohnung immer nur Geld, theoretisch. Shit. Okay. Sorgenlos Höhle. Wir gehen über die verlorenen Wälder. Da habt ihr vollkommen recht. Mach ich die. Jetzt mal. Oh. Ich geh mal wieder raus. Menno. So. Port dich zum Friedhof, setzt da auch die Käfer rein. Okay, TJ, das ist eine gute Idee, aber ich habe gerade aus Versehen A gedrückt. Ups. Haben wir noch irgendwo welche? In den verlorenen Wäldern haben wir ja auch so eine Erbse. Du. Aber egal, wir haben jetzt auch nicht mehr so viel Zeit, theoretisch. Ich gucke jetzt nochmal schnell in Dodongos Höhle rein. Und dann heißt es Feierabend für heute. Im nächsten Stream geht es dann weiter, Leute. So, gibt keine Verlängerung, Shadow, es gibt keine. So. Du. So, Dalle, Leute, dann einmal noch mal kurz hier nach Goronia, einmal kurz in die Dodongos Höhle rein. Und dann hoffen. Ich bedanke mich auch bei euch für den schönen Abend. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Und ja, mal schauen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob wir nächste Woche streamen können. Ich glaube, wir hatten was vor. Aber ich schau mal. Ihr erfahrt es auf jeden Fall mindestens einen Tag vorher und ich gucke dann, dass die Stream-Einstellungen wieder besser passen. Hoffe, das ist okay. Und ja, bedanke mich fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren, wer es noch nicht hat. Und ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. So, und tatsächlich sind wir hier noch nicht fertig. Ihr habt recht. Wir müssen hier ja wahrscheinlich als Erwachsener nochmal rein und irgendwo. Stimmt, irgendwo hing noch eine Skulltie, ne? Die wir nicht erreicht haben. Weiß jemand noch, wo die hing? Okay. Machen wir dann im nächsten Stream. Alles klar. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi, euer Zelda-Junge. Schönen Abend noch. Schönes Wochenende.